Trollhättan är redo för Sion. Nevs är redo för Sion. Letzte Woche haben wir einen unserer wichtigsten Meilensteine erreicht, die Bekanntgabe unseres Auftragsfertigers. Doch was ist eigentlich alles hinter den Kulissen passiert? Lasst uns dafür am besten an den Tag zurückgehen, an dem Laurin die großen Neuigkeiten mit dem Team geteilt hat. Nevs wird unser Auftragsfertiger. So, jetzt müssen wir raus. Zack, zack. Tschüss. Für uns hieß das, wir fahren für euch nach Schweden und statten unseren Partnern in Trollhättan einen Besuch ab. Bei Nevs angekommen, haben wir dann erfahren, was schwedische Gastfreundschaft wirklich bedeutet. Wir wurden herzlichst empfangen und waren erstaunt von der gigantischen Größe des Geländes. Aber auch kein Wunder, immerhin wurden hier über 50 Jahre lang die verschiedensten Autos von Saab entwickelt und gefertigt. Uns wurde ganz genau gezeigt, wo der Sion gebaut wird und welche verschiedenen Steps in der Produktion durchlaufen werden müssen. Sieht ganz so aus, als ob hier bald der erste SUV produziert wird. Eine kleine Überraschung gab es für uns auch noch. Wir durften einen Blick in den hauseigenen Klimakanal werfen. Hier können Temperaturen von 35 minus bis 50 Grad plus simuliert werden. Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometer pro Stunde. Wir können Regen, Schnee und Sonne simulieren. Und wir wollen eigentlich nur ein Foto mit dem Sion hier drin machen. Jetzt schieben wir den mal rein. Aber dafür haben wir den Sion erstmal auf Hochglanz poliert. Echt beeindruckend, was hier vor Ort alles möglich ist. Moin Leute, wir sind heute bei Nevs. Hauseigene Teststrecke. Sion haben wir auch dabei und wir drehen jetzt mal eine Runde. So. Wie fühlt es sich an, das erste Mal auf der Teststrecke zu fahren? Tatsächlich ziemlich gut. Ich fahre das Auto jetzt ja schon über ein Jahr. Aber wir haben immer irgendwelche Strecken auf den Testfahrten, die nicht so für Höchstgeschwindigkeit ausgelegt sind. Und die werden wir heute auf jeden Fall mal erreichen. Bei Nevs haben wir dann auch noch einen ganz besonderen Mitarbeiter kennengelernt, Magnus Johansson. Wie sich herausstellte, verfolgt er uns hier bei Sono schon eine ganze Weile und ist von unserem Konzept begeistert. Seit langem ist er schon davon überzeugt, dass wir das Potenzial von Autos nicht richtig nutzen. Besonders, wenn es um die Außenhautveredelung geht. Er treibt energieeffizientere Lösungen voran, wie zum Beispiel Folierungen oder Kunststoffbeschichtungen. Genauso wie wir beim Sion. Was uns aber ganz besonders beeindruckt hat, ist das ökologische Engagement, das Magnus privat an den Tag legt. 2011 hat ihn die Stadt Trollhättan zum nachhaltigsten Einwohner ausgezeichnet. Zusammen mit einigen Freunden betreibt er zwei Windräder. Magnus hat uns alles über die Bedeutung der Wasserenergie für die Stadt erzählt und genau erklärt, wie wichtig das für die Entwicklung Trollhätterns war und bis heute ist. Ziemlich beeindruckend. Doch besonders ein Gefühl hat uns während unseres Aufenthalts nicht losgelassen. Die Begeisterung für die gemeinsame Vision, die Sono und Nevs verbindet und die von jedem Mitarbeiter vor Ort gelebt wird. Wir hier bei Nevs glauben grundsätzlich nicht, dass die Zukunft der Mobilität darin besteht, dass Leute ihre eigenen Autos besitzen und die Autos ständig irgendwo geparkt stehen und Platz und Geld verbrauchen, sondern man muss nur den Service von A nach B zu kommen kaufen und nicht das Auto selbst. Alle, die in der Automobilbranche arbeiten oder viele, sind halt selber Autofans und die bauen halt Autos für Autofans und nicht Autos für normale Menschen. Und das versuchen wir zu ändern. Eins ist auf jeden Fall klar, der Sion ist hier in verdammt guten Händen. Das war definitiv einer der größten Schritte für uns hier bei Sono. Denn unsere Reise hat jetzt erst richtig begonnen.